Eine zweite Abschirmung, erst im Juni 1978 eingeweiht. Ein modernes Sperrgitter über die ganze Strombreite bis auf den Grund der Werra. Absolut unpassierbar für Boote, Schwimmer, Taucher. Und das dritte Beispiel am gleichen Ort. Lokales Kuriosum. Mitten durch dieses Haus lief die alte hessisch-thüringische Grenze. Der völlig verwahrloste östliche Teil kann nun, nach langen Verhandlungen der deutsch-deutschen Grenzkommission, die Klarheit über den Verlauf der Grundstückslinienschaften von dem bundesdeutschen Eigentümer wieder bezogen werden. Die gleiche Stelle, das gleiche Haus, heute. Nur äußere Mauern können leichter verschwinden als innere. Letzter Abschnitt unserer Reise. Wiedersehen mit dem Ehepaar Faulstich, nicht ohne Wehmut bei ihrem Anblick. Beide hatte ich noch in guter Erinnerung von meinem ersten Besuch vor genau 16 Jahren und 10 Tagen. Ankunft auf dem Lörnhof in Nüsttal. Seit 12 Jahren ein Betrieb der Aktion Ferien auf dem Lande. Mit Gütezeichen 1977. Anfang August dieses Jahres war der alte Drahtzaun durch einen Metallgitterzaun mit Selbstschussanlage ersetzt worden. Eine der Trichtermündungen wies direkt auf den Lörnhof und wurde erst nach längerem Protest justiert. Vor 2 Tagen war frühmorgens eine SM-70 detoniert. Oskar Faulstich und seine Frau sind am Ende. Wie sieht es denn mit Ihrem Ferienbetrieb aus hier? Geht das zu Ende? Das geht zu Ende. Selbstverständlich. Oui, ja, ich bleibe auch nicht mehr. Das ist ja lebensgefährlich für mich. Und für mein Enkelkindchen und meine Tochter wohnen noch hier, die ziehe auch aus. Die Schussrichtung ist verändert worden, aber Sie fühlen sich trotzdem bedroht? Ob die verändert ist oder nicht, also da gebe ich gar nichts drauf. Ich bleibe nicht hier und wenn ich auf die Straße gehe. Vor genau 16 Jahren, im August 1978, haben Sie gesagt, Sie blieben auf gar keinen Fall hier. Ja. Deswegen. Aber Sie sind doch geblieben. Warum? 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 Was soll ich machen? Wir hatten schon einen Bauplatz. Wir hatten alles schon, der Bauplatz war schon bezahlt, es war schon alles soweit fertig. Und dann hat der Mann alles abgebrochen. Er hat gesagt, nein, es wird hier geblieben. Und die Wiedervereinigung Deutschlands, hat das was für Sie bedeutet? Ja, ja, das bedeutet was für mich. Das habe ich immer dran geglaubt und habe das auch immer gehofft, dass das kommen muss. Denn wir sind ja ein Land. Und wenn das noch länger gegangen hätte und es wäre vielleicht einmal durch Krieg oder sonst was gekommen. Da waren wir ja schlecht dran. Gell? Das musste kommen. Das musste kommen. Und wenn manche sagen, es hätte bleiben sollen oder so, sage ich, nein, nein, es war höchste Zeit. Ja. Wann sind Sie denn zum ersten Mal da über die Grenze gegangen? Tja, wann bin ich das erste Mal? Nach Neujahr in 89. Da bin ich einen Sonntagmittag rübergegangen, ja. Aber da war jemand von dem Ort hier und hat uns persönlich eingeladen, gell? Und da konnten wir nicht ausschlagen. Und da bin ich immer mit hingegangen. Er ist nicht mitgegangen, weil er war ja durcheinander, gell? Das hat ihm immer noch nicht. Oskar Faulstich erlitt 1989 einen Schlaganfall. Er sagt dazu mühsam die Grenze.
Jetzt schauen sich beide noch einmal ihren Part in Grenze 78 an. Aber sie fühlen sich trotzdem bedroht. Ob die verändert ist oder nicht, also da gebe ich gar nichts drauf. Ich bleibe nicht hier. Und wenn ich auf die Straße gehe. Was ich reingesteckt habe, da schicke ich 300.000. Jetzt war ich wieder, ich muss ja kämpfen, dass ich das wieder raushole. Ne? Und das andere ist ja auch noch, ich habe eine neue Scheune gebaut, ich habe eine Maschine, habe die Maschine angeschafft, das ist für mich alles noch. Ferien auf dem Lörnhof, ein deutsches Schicksal. 16. August, Grenze 78. Ja, ja. Okay. 26. August 1994. Die unheimliche Nachbarschaft ist seit fast 5 Jahren weg, aber erholt hat sich der Lörnhof nie von ihr. Derzeit im Hochsommer beherbergt er einen Gast. Doch aufgeben wollen die Faulstichs nicht. 31. August. An der Saale, hier Landesgrenze zwischen Bayern und Thüringen, Lederfabrik Hirschberg, einst Deutschlands größter Sohlenhersteller, 100 Jahre Firmengeschichte, heute nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich notiere, zur Zeit der Wende 900 Arbeiter, derzeit noch 46, mit Ausräumungsarbeiten beschäftigt. Konkursanmeldung September 1992, Konkursende September 1993, Abbruchkosten 62 Millionen Mark. Der Industriesaurier war das soziale Rückgrat Hirschbergs und seiner 2000 Einwohner. Mit einigen von ihnen möchte ich ins Gespräch kommen. Es klappt in einer nahen Kneipe. Mittwochs ist hier Billardtag. Ich weiß, dass es abwegig ist und doch habe ich ein schlechtes Gewissen, gerade als sei ich für das Ende der Lederfabrik verantwortlich. Dabei ist die Atmosphäre eher freundlich, aber meine Unsicherheit bleibt. Sie möchten den Zustand davor nicht wieder haben? Nein. Ich möchte gehen machen, mit dem Sperrgebiet mehr, aber viele soziale Sachen, gerade wenn man Kinder hat, sind in Flöten gegangen, die sind einfach weg. Also früher konnte man in Ruhe seine Kinder aufziehen, ohne Angst, dass sie keinen Beruf kriegen oder den Leistungsstress oder sonst was. Die sind in den Kindergarten gegangen, da waren sie gut aufgehoben. Wenn sie ganz klein waren, die Kinderkrippe, da konnte die Frau oder Mann arbeiten und da waren sie gut untergebracht. Jetzt ist alles eine Frage des Geldes. So. Heißt das, dass Sie die Wiedervereinigung Deutschlands bedauern? Nein. Also kategorisch nein. Das nicht, auf keinen Fall. Nur das Wie, da lässt sich drüber streiten. Wir müssen uns gemeinsam, ob Wessi oder Ossi, das ist sowieso Schmarrn schon wieder, Wessi und Ossi, wir sind Deutsche. Wir wurden so erzogen, zumindest ich. Wir eigentlich jetzt der Großteil hier, der hier drin sitzt, also, wurden so erzogen. Wir sind 50 geboren rum und wurden so erzogen in dem Sinne. Ja, und jetzt kommt auf einmal der große Hammer. Ja, da musst du darauf reagieren können. Und wir müssen eben versuchen, wir Deutsche gemeinsam, ob in den alten oder neuen Bundesländern, müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Es gibt nur eins, wir müssen zusammenleben. Es gibt keine Alternative dazu. Wir müssen. Und es wird auch kommen, und es dauert, und das dauert aber, das muss ich auch sagen. Das dauert bestimmt noch nicht bloß 10 Jahre, das dauert noch 15 Jahre. Es muss die eine Seite zurückstecken und wir müssen auch zurückstecken. Ich notiere, auf diesem Gelände sollen Wohnungen im Grünen entstehen. Aber meine Fantasie reicht zugegeben nicht aus, mir das vorzustellen. Grenze 94, ein deutsches Tagebuch. Vorletzte Station unserer Reise, Gleisanlage Gutenfürst an der Strecke Dresden-München. Zu DDR-Zeiten auch Bahnhof der Tränen genannt.
die nachts Scheinwerfer bestrahlte Abschiebestation für entbehrbare Rentner. Rückkehr unerwünscht. Von hier sind es noch einmal 25 Kilometer bis zum südlichsten Punkt der ehemaligen Mauer, dem sogenannten Dreiländereck. An dieser Stelle stießen Bayern, die alte Bundesrepublik, die CSSR, inzwischen Tschechische Republik, und Sachsen, einst DDR, zusammen. Heute scheint an diesem Ort der Friede der ganzen Welt versammelt, obwohl auch hier noch bis vor kurzem galt, was Wolf Biermann damals so besang. Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen. Nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was wird mit unseren Freunden? Und was wird mit unseren Freunden? Und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten weg sein. Weg sein. Am liebsten, am liebsten hier. Drei Wochen wollten wir 1978 mit der Kamera an diesem Dreckverband kleben, hielten es aber nur 13 Tage aus. Am Ende der damaligen Sendung dann ein bezeichnendes Fazit: die Unvorhersehbarkeit des 9. November 1989. Angesichts der obszönen Endgültigkeit dieses Bauwerks habe ich mich dabei ertappt, dass ich häufiger an die Möglichkeit einer Entwicklung in zwei deutsche Nationen der Zukunft dachte, als an die Wiedervereinigung. Kein Zweifel, diese Grenze hat immer noch einen heimlichen, aber äußerst wirksamen Bundesgenossen. Nämlich das Misstrauen einer großen Weltöffentlichkeit gegenüber der Dynamik eines wiedervereinigten Deutschland. Was hat unsere eigene Geschichte dazu beigesteuert? Von allen Fragen, die das Sperrsystem der DDR für mich aufwarf, war dies die nachdenklichste. Und heute, nachdem Deutschland gegen alle Erwartungen wiedervereinigt ist, welche Antwort gibt es auf diese Frage heute? Hier läuft sie uns direkt vor die Kamera, unbefangen und ahnungslos wie aus heiterem Himmel. Ein Paar mit seinem Kind auf dem einstigen Kolonnenweg, ohne dass die Alarmvariante A oder B ausgelöst wird. Das Trio unbesorgt zwischen dem einstigen Haupt- und Schutzzaun, also der gefährlichsten Zone des vormaligen Sperrwerks, wo vor einer Geschichtssekunde noch jedem Grenzverletzer die Kugeln nur so um die Ohren gepfiffen wären, Minen gedroht, Hunde gekläfft. Ich notiere 1. September 1994, das wiedervereinigte Deutschland hat sensibel auf die Ängste seiner Nachbarn zu reagieren, ja. Aber dass ein Bild wie dieses möglich wurde, ist für mich, was es war und was es bleiben wird, ein persönliches Wunder.